Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Es ist kurz vor Silvester und das bedeutet, wir wollen Feuerwerk fotografieren. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Viel Spaß dabei. Was ich dir sagen möchte, ist, pass auf, denn Feuerwerk ist natürlich kein Spielzeug und dementsprechend solltest du immer vorsichtig sein mit dem, was du tust. Natürlich sieht es schön aus, aber man kann sich dabei auch verletzen, also mach bitte alles so, dass dir nichts dabei passiert. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist immer die Kameraposition. Möchte ich das Feuerwerk nur am Himmel fotografieren oder möchte ich ein Foto machen von einer Umgebung, wo dann das Feuerwerk mit integriert wird? Das ist ganz entscheidend, denn dadurch entscheidet sich auch, wie wir die Kamera im Endeffekt einstellen werden. Also überleg dir das vorher. Wir werden das heute hier so machen, dass wir hier so ein bisschen Landschaft mit einbauen. Das heißt, ich habe hier so einen kleinen Vordergrund. Wir stehen hier vor einer ganz kleinen Pyramide, die wir in den Vordergrund mit reinpacken wollen. Und auf der anderen Seite ist hier auch noch so ein Baum, der schön im Vordergrund steht. Und im Hintergrund haben wir dann ein freies Feld. Von da werden wir dann gleich ein paar Raketen zünden und das Ganze dann schön mit einbinden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wind. Vielleicht kriegst du es hier auch so ein bisschen mit. Heute ist es extrem windig. Und das ist auch ganz entscheidend, wo wir die Kamera positionieren, denn man sollte auf keinen Fall sich gegen den Wind stellen. Denn Feuerwerk produziert natürlich auch Rauch, Nebel und so weiter. Und wenn die ersten Raketen abgeschossen sind, dann kommt dir, wenn du gegen den Wind fotografierst, dieser Nebel komplett entgegen. Und dann siehst du nicht mehr wirklich was von dem Feuerwerk selber, sondern nur noch Rauch. Und das ist natürlich ungünstig. Dementsprechend werden die besten Fotos sowieso immer bei den ersten Raketen geschossen. Und wenn du dann aber später trotzdem noch einsteigen möchtest in das Feuerwerk oder weitere Fotos machen willst, dann solltest du dich auf jeden Fall so positionieren, dass du mit dem Wind quasi stehst und dass der Rauch von dir wegzieht. Was brauchen wir alles, um Feuerwerk zu fotografieren? Zum einen brauchen wir ein Stativ, wir brauchen eine Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv oder wahlweise auch ein Fischei-Objektiv, wenn du es hast. Und wir brauchen einen Kabelauslöser, einen Funkauslöser oder wenn du gar nichts davon hast, dann machen wir das Ganze über den Selbstauslöser in der Kamera. Dadurch, dass wir noch warten, bis es dunkel ist, denn dann sieht man das Feuerwerk erst richtig, werden wir natürlich auch mit Langzeitbelichtung fotografieren. Das hat auch den Vorteil, dass wir die Rakete wirklich vom Start bis zur Explosion komplett mit drauf haben. Das heißt, die Rakete fliegt von hier unten los, fliegt in die Luft, explodiert oben und dann kommt dieser ganze Regen und dieser ganze Sprühregen quasi wieder runter von der Rakete. Und all das wollen wir ja mit auf dem Bild drauf haben. Deswegen machen wir Langzeitbelichtung von ungefähr 5 bis 10, manchmal auch 15 Sekunden, um wirklich alles auf dem Bild drauf zu haben. Deswegen brauchen wir auch das Stativ, da stellen wir die Kamera drauf. Die Kamera ist auf einem sicheren Platz und wackelt dann auch nicht hin und her. Und mit dem Kabelauslöser haben wir dann auch den Vorteil, dass wir die Kamera nicht mehr anfassen müssen und dementsprechend auch noch weitere Verwackler da vermeiden können. Ich werde jetzt natürlich auch ein paar Kameraeinstellungen sagen, wie ich sie jetzt verwenden werde. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass die Kameraeinstellungen natürlich immer variieren. Je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, kann man jetzt hier keine Kameraeinstellung von ISO, Blende und Verschlusszeit hier vorgeben, die immer passen werden. Also je nach Lichtsituation, ob noch andere Lichtquellen vorhanden sind, je nachdem, ob du es in der blauen Stunde zum Beispiel schon machst oder wenn es wirklich komplett dunkel ist, variieren diese Einstellungen immer so ein bisschen. Ich kann dir jetzt hier nur eine erste Hilfestellung geben und du musst natürlich dann immer noch gucken, wie weit du das variieren musst. Ich fange immer ganz gerne an mit einer Blende 11 als Startpunkt und ISO 100. ISO 100 deswegen, dass wir die bestmögliche Bildqualität haben und mit einer Blende 11, die ist so weit geschlossen, dass wir auch wirklich eine schöne Langzeitbelichtung machen können von ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Das werden wir gleich mal ausprobieren, wie weit das geht. Aber man kann so zwischen einer Blende 8 und einer Blende 11 hin und her schwenken, je nachdem, was man da braucht, von der Belichtungszeit dann am Ende noch. Und so stellst du aber sicher, dass wirklich alles komplett scharf ist. Selbst wenn du hier noch mit einem Vordergrund arbeitest, dann ist dieser Vordergrund scharf und auch die Raketen später am Himmel. Wenn du nur die Raketen fotografierst, das heißt nur die Kamera in den Himmel richtest, dann kannst du natürlich auch die Blende ein bisschen weiter öffnen, um die Verschlusszeit ein bisschen zu verkürzen, wenn du das gerne so haben möchtest. Dann reicht zum Beispiel auch eine Blende 5-6 oder ähnliches, weil du ja mit einem extrem Weitwinkel fotografierst und dementsprechend sollte das dann auch genügen, um dort alles scharf zu bekommen. Dann werde ich den Fokus auf manuell stellen und dann auch wirklich manuell fokussieren. Und da gibt es jetzt auch wieder den Unterschied. Wenn ich mit einem Vordergrund fotografiere, dann werde ich eher auf den Vordergrund fokussieren. Wenn ich nur die Raketen im Himmel fotografiere, dann fokussiere ich einfach auf unendlich und brauche dann auch gar keinen Punkt mehr, wo ich den Autofokus triezen muss, sondern das geht dann einfach manuell fokussieren auf unendlich und dann ist auch im Himmel wirklich alles scharf. Dann werde ich auf jeden Fall noch den Bildstabilisator ausmachen. Auf dem Stativ brauchen wir keinen Bildstabilisator. Also wenn du einen Bildstabilisator hast,
dann stell den auf jeden Fall aus, denn das kann die Kamera auch verwirren. Es steht komplett sicher, das Stativ und die Kamera da drauf, und dementsprechend brauchen wir den einfach nicht. Das führt nur zu Irritation der Kamera und kann das Bild am Ende versauen. Wir warten jetzt, bis es dunkel wird. Ich habe das Video jetzt schon gestartet, um euch alles zu erklären im Hellen, damit man ein bisschen mehr sieht. Aber natürlich, die Raketen werden wir erst starten, wenn es dunkel wird. Also wenigstens bis zur blauen Stunde werden wir jetzt warten und dann die ersten Raketen abschießen. Wir haben dafür übrigens auch eine Genehmigung vom Ordnungsamt. Also es muss sich jetzt keiner wundern, warum wir hier vor Silvester schon Raketen abschießen. Das haben wir offiziell genehmigt bekommen, damit wir für euch dieses Video drehen können. Also alles entspannt. Jetzt lasst uns warten. So, Freunde, es ist jetzt endlich dunkel und wir können loslegen. Ich habe jetzt hier meine Einstellung mal doch auf Blende 8 runtergeschraubt, weil es jetzt doch schon so dunkel ist, dass man selbst mit Blende 8 15 Sekunden Belichtungszeit braucht bei ISO 100. Und wir werden einfach mal schauen, was jetzt so geht. Dennis vorne wird jetzt die erste Rakete starten und wir werden einfach mal gucken, was bei rumkommt. Boom, hat's gemacht, meine Freunde. So, schauen wir mal. Belichtung läuft noch. Und da haben wir das erste Foto. Sieht schon soweit ganz cool aus. Natürlich, wir fotografieren jetzt hier immer nur mit einer Rakete. Demzufolge kriegt man natürlich niemals dieses Feeling hin, was man dann zu Silvester bekommt. Also ihr werdet natürlich weitaus bessere Bilder hinbekommen. Perfekt. Kameraeinstellungen gefallen mir so schon ganz gut. Ich lasse es jetzt hier bei einer Blende 8 und ISO 100 und 15 Sekunden Verschlusszeit. Und wir werden jetzt einfach hier mal ein paar Raketen hintereinander einfach fotografieren und schauen wir mal, was dann am Ende bei rumkommt. So, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß und konntet auch ein bisschen was lernen und könnt jetzt an Silvester richtig geile Fotos vom Feuerwerk machen. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf den Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das unbedingt tun, denn es kommen immer wieder neue Foto- und Bildbearbeitungsvideos. Also bleibt da auf jeden Fall dran und teilt es auf jeden Fall auch mit euren Freunden. Wenn die auch Interesse am Fotografieren haben, dann sollte das auf jeden Fall auch für die hilfreich sein. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen, dann geht auch mal auf meinen Online-Store. Dort könnt ihr auch Videotrainings kaufen und so weiter und den Kanal damit auch ein bisschen unterstützen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder, hoffentlich mit vielen neuen Fotoideen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!